Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Aufgebrauchprodukte. Und zwar einmal diesen Hygienespüler. So. Vom Rewe. War gut. Habe ich mal hier so eine kleine leer gemacht. Von Adventskalender, war gut vom Geruch und so. Eine Badekugel Flamingo, war sehr schön. Ein für pinkes Haare Spülung war gut. Hat sich nochmal so aufgefrischt, die Farbe. Einmal Duschgel Pfirsich war sehr gut. Mein Mann hat einmal dieses Duschgel, weiß ich nicht, wie er es fand. Das ging so, hat mein Mann aufgebraucht, okay. Weil ich hatte die Spülung alle. Dann Küchenrolle einmal. Lenore Weichspüle. Das ist von Polen. War sehr schön vom Geruch. Würde ich wieder kaufen. Und einmal das Linane. War auch sehr gut. Dann habe ich hier so eine Badekugel aufgebaut. So ein Stern, so war auch gut. Das Shampoo für pinke Haare war gut. Das roch normal, sag ich mal, war nicht so weihnachtlich, winterlich. Einmal Schmutzfangtücher, 50 Stück haben wir aufgebraucht. Muss ich auch neu holen, so wie Hygienespüler. Einmal Wattepads, die waren hatte ich schon lange auf, waren sehr gut. Und besser wie die, wie ich jetzt habe. Shampoo weiße Schokolade hat mein Mann benutzt. Ich denke mal, war ganz gut. Und Shampoo und Duschgel anderes. Das war sehr gut vom Geruch. Fand ich gut. Aber die Konsistenz war nicht schön. Denn Bruno Banani Duschgel hat mein Mann auch gebraucht. Ich denke mal, war auch gut. Head & Shoulders. Kokos hat mein Mann aufgebraucht. Der braucht mehr wie ich. Sehe ich gerade mal. An Haarprodukten. Das roch richtig schön, würde ich auch nachkaufen, aber ich bin gerade ein bisschen mehr am Aufbauen. Autolufterfrischer sind gut vom Geruch. Dann habe ich hier einen Raumsprüher, war auch gut. Dann habe ich mein Parfüm aufgebraucht, ist sehr schön. Kaufe ich wieder nach, wenn es in der Werbung ist. Ich muss mal gucken. Hydrofugal Duschfrische habe ich immer. Habe ich noch einen Backup. Jetzt habe ich hier wieder neue Nippel gekauft. Dann habe ich hier einen Badeschaum, war auch gut. Dann habe ich KitKat Duos aufgebraucht, die waren lecker. Eine Badekugel. Ich habe mehrere Badekugeln. Hier ist noch eine. Da sieht man, wie gesagt, nichts mehr von. Ihr wollt meistens das ja sehen. Dann habe ich hier so ein Glas aufgebraucht hier. Wo diese Stäbchen drin sind. Das kommt auch weg. Dann habe ich vor Mallorca aufgebraucht mit Stäbchen. War auch sehr schön. Und Schweden. Ich liebe Mallorca. Halt. Habe ich Duschgel 4 in 1 aufgebraucht. Das war nicht so mein. Dann habe ich hier noch ein KitKat. Der war auch lecker. Hier ist die Spülung passend zum Shampoo noch. Hier. Die ging. Dann habe ich hier noch ein kleines Shampoo.
und eine Spülung aufgebraucht. Okay. Dann habe ich hier Orchideen zum Hinstellen einmal. Den habe ich aufgebraucht, da werde ich nochmal online gucken. Nehme ich mal noch eine Haarmaske, die war gut. Würde ich nachkaufen. Hier noch ein Glas aufgebraucht. Duftefrischer. Hier ist noch eine Badekugel. Raumduft. Der Spende ist hier. Das Glas aufgebraucht. Habe ich noch zwei so eine Gläser hier. Parfüm, Kiss und alle aufgebraucht. Dann habe ich meinen Massageschwamm aufgebraucht. Und von Mary Kay eine Augencreme aufgebraucht. Eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30 aufgebraucht. Ein 4-in-1 Reiniger aufgebraucht und Nachtcreme aufgebraucht. Das waren so meine aufgebrauchten Produkte im Monat August. Diesmal ist wieder ein bisschen mehr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, eure Beauty Puppy. Tschüssi.